Vorsicht, da hinten, sie kommen. Ihr miesen Grubenhauer hier. Kupfer, Eisen. Naja, es geht in die richtige Richtung. Da ist noch Kupfer, ne? Alles verfluchtes Eisen. Sind die ersten Kisten schon draußen? Sie werden von den Vibrationen an die Oberfläche gedrückt. Wie genau physikalisch wird hier nicht erklärt? Vielleicht noch nicht. Könnte später ein DLC erklären. Aber jetzt machen wir erstmal unseren Job, würde ich sagen. Bademantel. Gebratenes Wild mit Beeren. Oh, sie hat auch gutes Essen am Start. Rosblumentee Aufguss. Max AP. Einfach so zum Kaufen. Das ist ja fantastisch. Nehmen wir mit. Hat's uns aber gut abgezockt, ne? Der Rest ist bekannt. Oh, das ist ja großartig. Warte mal, wir hatten doch sonst noch eine andere Köchin hier gehabt, ne? Ich rede immer gern mit dir. Nicht, dass irgendwer hier den Besuchertee verkauft. Okay, nochmal bitte. Natürlich. Ja, könntest du etwas für mich kochen? Ich dachte mir schon, dass du fragen würdest und habe dir etwas Kleines vorbereitet. Nichts Besonderes. Besuchertee? Nur ein einfacher Aufstrich. Ach so. Onigiri, Yakizakana, Ohitashi und eine extra große Portion Miso-Suppe zum Runterspülen. Ich musste zwar ein paar Zutaten ersetzen, die ich nicht auftreiben konnte. Aber das ist schon in Ordnung. Unser Magen hat gerade geknurrt, das passt ja. Perfekt. Ach so, wir haben das gleich gegessen. Das war ja köstlich. Yokata. Okay, das war offensichtlich irgendwas Asiatisches. Und was hat das jetzt gebracht? Gucken wir mal. Oh, da geht wohl jemand auf ein Abenteuer. Ist das... Das war nicht die Glückserhöhung, das war... Da hier, Omas Hausmannskost. Hunger, Durst, nehmen nicht zu. Nehmen nicht zu. Für eine Stunde sind wir quasi ohne Probleme verjüngt. Das ist ja fast so gut wie ein perfekter Kaugummi. Naja, fast, weil der perfekte Kaugummi ist mobil. Die Oma eher weniger. Wollen wir ihr nicht mal eine Hose anziehen? Irgendwas anderes? Das geht doch nicht mit dem Rock. Das kannst du nicht machen, Omi. Das geht nicht. Das ist ein gefährliches Pflaster. Diese Räder, ne? Ich sag's nur, diese Räder, ne? Das ist schon übel. Wie wäre es mit... Mit Omi, Omi, Omi... Nee. Mit... Warte mal. Jetzt ist gut. Sie kriegt hier... Auf jeden Fall was... Womit man sich sehen lassen kann. Ihr Abenteuer-Omi. Blue Ridge Speer-Outfit finde ich gut. Und ein blaues Halstuch. Die mit dem blauen Halstuch. So, machen wir gleich fertig. Zack. Na du, anpassen. Nee, nicht durch mich durchlaufen. Hallo, stopp. Stehen bleiben, bitte. Kleidung. Blue Ridge Speer-Outfit. Und blaues Halstuch. Und... ja. Damit die Omi nicht nass wird. Ein Regenschirm. Finde ich gut. Müssen wir aber auf jeden Fall zurückholen. Geht das? Mein Gott, Omi. Du bist ja kaum wieder zu erkennen. Ja, so sieht man im Ödland aus, ne? So sieht man. Ja, finde ich gut. Sie freut sich auch. Ich muss mal aber nee, warte mal. Das Halstuch war anders gedacht, wisst ihr? Zack. So ist viel besser. Ja, so ist viel besser. Zurück mit dem Halstuch in die Sammlung. Und dann können wir auch schon weitermachen. Nice, nice, nice. MZ Spielbrett. So, wo waren wir stehen geblieben? Atome. Kronkorken. Und Symbol des Siegel des Präsidenten. Okay. Kampfrüstung, Lackierung. Weinstände. Oh, das ist ja super. Da habe ich auch schon direkt ein Plätzchen. Im Köpfchen. Und wir hatten jetzt nicht zufällig irgendwie unterwegs Kupfer gesammelt gehabt. Ich wüsste jetzt nicht wo, aber lieber mal gucken, ne? Nicht, dass wir dieses Bauprojekt schon beenden könnten. Nein. Ist nicht baubar. Schande. Verflucht nochmal. Aber Weinständer, der passt hier nämlich ideal rein. Na, vielleicht die Couch noch ein bisschen in die Ecke. Aber ist auch schon super makaber, ne? Ein Tierkopf als Armlehne. Was stimmt mit uns Menschen einfach nicht? Wirklich, das ist doch absurd. Kann man da wirklich was drin sammeln? Oder ist das hier nur Fluff? So, dann hier rüber vielleicht. Aber nicht, soll das Fenster verdecken. So, ja.
Oder eine Sekunde. Du kommst vielleicht hier rüber. Geht das? Glitchfrei, mehr oder weniger. 75% wären akzeptabel. Na. Fliegst du? Nö, eigentlich nicht so. Du kannst doch da bleiben. Und du, mein weintragender Freund, du kommst ja rüber. Zwischen die Pfosten. Ich finde das irgendwie ansehen. Was? Benötigt Strom? Das ist ein Wein. Weinständer. Warte mal, ist da Licht dran? Oh, wie gut. Dann können wir auch hier Weinverkostung machen. Montag, Mittwoch und Samstag ist Fight Club. Aber alle wissen, der Samstag Fight Club ist der beste Fight Club. Aber am Sonntag ist Weinverkostung, ne? Damit man besser in die Woche starten kann. Der schwebt. Finde ich nicht gut. Na. Komm schon. Plock. Ich musste das Ding ein bisschen von der Wand wegsetzen, weil... Naja, weil es sonst auf dieser Kante steht und deswegen wirkt es vorne so, als ob es schweben würde. Ist in Ordnung. Nehmen wir jetzt so. Wir können jetzt nicht zufällig noch dahinter einen Stromkasten bauen, oder? Dafür brauchen wir wieder... Nee, warte mal. Stopp-Generatoren. Das ist was anderes. Da. Wir brauchen Kupfer. Schande. Ich baue jetzt noch ein Ding. Und dann müssen wir uns auf die Jagd nach Kupfer machen. Wir könnten eine Werkstatt übernehmen. Oder schnelles Kupfer. Richtig, genau. Beim Leuchtturm. Ihr habt so recht. Aber erst noch eine Sache bauen. Spielbrett. So, mal gucken. Vielleicht können wir irgendwas bauen, was kein Kupfer braucht. Hier sage ich doch Flatwoods Poster. Und dann müssen wir gucken, ob wir die Karten jetzt mittlerweile alle haben. Stimmt, da habe ich ja extra welche gekauft gehabt. Aber erstmal die Flatwood Poster. Ja, hier, bei neu. Ganz links. Brauche auch Kupfer. Es ist ein Kupferposter. Früher wurden die Poster aus Kupfer hergestellt. Das ist ganz normal gewesen. Ne? Aber nur eins, ne? Hatten wir ja auch gemacht. Ja, so schön, ne? Sind aber schöne Poster. Gut. Gucken wir uns die Karten an. Und dann weiter. Kann ich jetzt gerade nicht auslösen. Schade. Verdammt. Kupfer. Und das Ding hatten wir eigentlich hier hingestellt gehabt, damit wir dafür noch einen optimaleren Platz finden. Ich glaube, das war noch zum Ende von Season 13 damals. In der guten alten Zeit. Aber ich finde hier neben der Treppe, genau, damit die Leute ihre leeren Flaschen abgeben, ne? Weil oben muss neu gekauft werden. Also ich sage ja nicht, dass oben keiner trinken darf, aber hier oben müssen separat Getränke gekauft werden. In großen Gläsern, richtig. Oder Wein. Das ist noch erlaubt. Aber man darf nicht mit dem Getränk von unten nach oben laufen. Weil hier haben wir keine Eingangsbeschränkung. Bis hierhin. Die können ja auch das Getränk dann von woanders her mitgebracht haben. Und das wollen wir natürlich nicht. Weil wir verdienen ja größtenteils an den Getränken. Das ist halt bei einem Fight Club so. Gut, die Karten. Im anderen Keller. Die Karten waren hier irgendwo links. Oh, ist das hier schön, Mensch. Schande, dass wir hier nicht weiterbauen können. Aber eigentlich ist er wirklich perfekt. Wie viel Kram hier drin ist. Einfach mal alles voll. Oh mein Gott, wie gut. Ja, das ist schon schick. Applaus. Ja, ich finde, das ist ein Applaus wert. Applaus für den Keller. Hat er gut gemacht. Ja, Karten waren hier drüben. Eine Karte hat uns noch gefehlt. Eine einzelne. Und welche ist das? Können wir die auf Anhieb ausmachen? Das ist der blaue Wolf, ne? Richtig. Der Blue Devil. Flatwood, Grafton, Jersey Devil. Oh, der kommt noch, ne? Ja, vielleicht so als Regionalboss. Hier irgendwo. Das wäre toll. Getriggert durch eine Atombombe. Ugur, Mottenmann. Wer fehlt noch? Schande. Und haben wir die Karte überhaupt? Fällt mir auf Anhieb jetzt nicht ein. Irgendein Snallygaster oder so, ne? Aber so richtig Kryptid ist der ja auch nicht. Mal gucken. So. Haben wir. Blauer Teufel. Warte mal.
Das ist auch was anderes. Der blaue Teufel hat uns gefehlt gehabt. Ach so. Bestie von Beckley. Ein vieräugiger Wolf. Ja, aber da steht jetzt auch nichts Genaueres zu dem Tier. Nur allgemein über die Karten. Gut, blauer Teufel. Zack. Und jetzt haben wir alle Karten. Und den Rest können wir verticken, wenn wir wollen. Für 9. Ja, mehr kann man dafür doch nicht verlangen, oder? Aber jetzt haben wir alle. Sehr schön. Nice, 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 nice. Und schnelles Kupfer, bitte. Das Herz des Sumpfes. Was? Wie bitte? Habe ich dafür eine optimale Waffe? Wir brauchen irgendwas Schnellschießendes. Haben wir die Tante dabei? Haben wir zufällig die Tante dabei? Ja, haben wir. Alles klar. Rüber, bitte. In der Gewerkschaftsrüstung. Das haben wir schon 100 Jahre nicht mehr gespielt. Und ich habe schon oft gesagt, das ist mein absolutes Lieblingsevent. Come on. Action. Mit sehr wenig Energie. Es könnte schlimm werden. Machen wir am besten in einer Gruppe. Wir sind in einer Gruppe. Der Server, er ist leergefegt. What the heck? Okay, dann müssen wir das alleine machen. Umso besser. Kann nur im Nahkampf getötet werden. Warte mal, stopp. Wir wechseln kurz den Server. Dann machen wir ein anderes mutiertes Event. Egal, ob wir dann Camp setzen können oder nicht. Na los, komm schon. Nicht, dass das andere Event schon durch ist. Also auf der anderen Seite, auf dem anderen Server. Räumungsbescheid wäre super. Mit explodiert bei Tod. Ein Freudenfest der Volksmusik. Immer wieder gerne. Na los! Jetzt stürzt das Spiel ab oder so. Na, da war was. Einsturzgefahr. Naja, zu fünft. Oh, ja, hier ist Action. Das ist gut. Machen wir. Du bist überladen. Du bist selber dick. Dafür brauchen wir zwar nicht die Rüstung, aber... Aber hey! Und es ist die Gruppenregeneration. Aber Hallöchen. Hallo, hallo, hallo. Machen wir in der Rüstung. Können wir länger laufen. Auch jetzt hier mit Stashbox. Das ist ja cool. Für Amerika. Yay. Es wird großartig. Mutierte Events bis zum Abwinken. Wir warten noch, ne? Richtig, wir warten noch auf andere Mitspieler. Das ist sehr, sehr löblich. Wir tanzen ein bisschen, ne? Um die Stimmung hier so ein bisschen aufzulockern. Hat einer gedrückt? Ja, wir können. Okay, alles klar. Genug rumgesponnen. Oder? Oder kam das von woanders her? Müssen wir das manuell ausgraben? Kann man da sterben, wenn man zu nah dran steht? Ich weiß nicht. Jetzt können wir. Jetzt ist Party-Time. Vielleicht kriegen wir hier drin auch Kupfer. Oh ja, stimmt. Schande, ich muss noch mal raus. Wenn wir Kupfer finden, muss ich... Ah, Schande. In den Kisten, ne? Schande, ich hab nicht Ready mit. Das ist natürlich eine doofe Geschichte. Die Kisten müssen wir schön leer machen. Hier gibt's bestimmt Kupfer drin, ne? Das ist Silber. Mach an, mach an, mach an. Mach die Kiste an. Was ist lila gewesen? Weiß ich nicht. Schwarzes Titan. Kupfer, oh Gott, Kupfer. Wir brauchen unsere Baggerrüstung hier drinnen jetzt. Aber wenn ich rausgehe, ist vorbei. Ne, dann ist Schicht im Schach. Hat er schon angemacht. Gute Arbeit. Exzellent. Kupfer, naja, wenn ich nehme das Kupfer mit und ansonsten die roten Kisten. Also das Kupfer, das schnelle Kupfer aus dem Leuchtturm, das sollte doch reichen, ne? Für unser Bauvorhaben. Und die rote Kiste nicht vergessen. Also die kommen hier überall raus aus dem Boden. Die roten Kisten. Er haut ab. Er holt auch seine Baggerrüstung, ne? Ihr braucht alle Kupfer. Das glaube ich euch.
aber alle bleiben auf ihren Positionen stehen. Eine entspannte Runde Einsturzgefahr. Aber ich flitze lieber. Da. Mach das weg. Ihr kommt schon. Ah, die Baggerrüstung wäre jetzt gerade so fein gewesen. Aber naja. Beim nächsten Mal. Hier drinnen vielleicht noch mehr Kupfer. Leider nicht. Aber Silber. Vorsicht, da hinten, sie kommen. Ihr miesen Groben haben wir hier. Kupfer, Eisen. Naja, es geht in die richtige Richtung. Da ist noch Kupfer, ne? Richtig? Ah, alles Eisen. Alles verfluchtes Eisen. Sind die ersten Kisten schon draußen? Sie werden von den Vibrationen an die Oberfläche gedrückt. Wie genau physikalisch wird hier nicht erklärt? Vielleicht noch nicht. Könnte später ein DLC erklären. Aber jetzt machen wir erstmal unseren Job, würde ich sagen. Denn wir müssen die Roboter verteidigen. Ohne uns werden sie es nicht schaffen. Ging nicht, ne? Konnte ich nicht. Doch. Habe ich übersehen? Mein Fehler. Unachtsamkeit wird oft mit dem Tod bestraft. Heute nicht. Heute haben wir Glück gehabt. Nein. Ultrazit. Das ist Gold. Auch nicht verkehrt. Brauchen wir jetzt aber gerade eher weniger. Naja, dann drehen wir unsere Ründchen und wie gesagt, achten auf die Kisten. Mehr können wir nicht tun. Ist gut. Wir haben unser Bestes getan. Wenn es am Ende nicht reicht, naja, dann war das Schicksal. Ist noch intakt, der Typ. Juti. Block. Alle weghauen. Meine Güte, was ist denn hier los? Ist das richtig übel? Hoch bitte. Das Röntchen zu Ende drehen. Bringt sonst Unglück, wenn man die Runde nicht zu Ende läuft. Sieht aus wie so ein Tauchbecken. In einer Sauna. Also ein ganz klein bisschen, finde ich. Meine Meinung, Immo. Na, was hier schon wieder los ist, ne? Alle wollen ihr mutiertes Partypaket, kann ich aber auch verstehen. Da könnte guter Kram drin sein. Ich meine, wie ist das Ding nochmal? Fernkampf? Fernfeuer? Ihr wisst schon, das Scharfschützengewehr von vor ein paar Folgen, wo wir das erste Mal, naja, so vor 3, 4 Folgen vielleicht, Uranrausch gespielt haben. Genau richtig. Das kam aus einem mutierten Partypaket. Es wirkte sehr unique. Vor allem hat es diesen speziellen Namen gehabt. Es war ein benahmtes Jagdgewehr mit nicht allzu schlecht zusammengewürfelten legendären Attributen. Allein, dass es die Möglichkeit gibt, dass dann auch andere Waffen mit speziellen Konstellationen aus legendären Attributen sich in solchen mutierten Partypaketen verstecken, diese Chance müssen wir wahrnehmen. Na! Das sind halt sehr viele, ne? Sind gerade sehr, sehr viele hier. Und alle wissen, was sie tun. Das ist gut. Kiste? Noch nicht. Wie lange noch? 43 Sekunden. Aber früher oder später werden wir unser Kupfer schon finden. Oh Gott, da oben, ne? Ja, tatsächlich. Nehmen wir alles mit. Ich fast übersehen. Übel. Na, ein Glück ploppte hier dieses Event auf. Raus hier schnell. Die ganze Bude ist am Zusammensiffen. Kiste. Ich habe hier wirklich keine Kisten heute gesehen. Ja, doch, da. Das ist... Naja. Das war ein Spind. Ja, aber nicht das, was wir gesucht haben. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Zumindest in Sachen Kupfer wurden wir hier reich beschenkt. Aber vielleicht hat es sich ja noch mehr gelohnt, wenn wir jetzt gleich ein mutiertes Partypaket bekommen. Eventuell, wenn genug Fallout First Mitglieder am Start waren. Und dann kommt die zweite Frage. Lohnt sich der Inhalt? So. Challenges ist abgeschlossen. Wir sammeln nebenbei noch ganz peripher ein paar Score-Punkte. Auch wenn wir es nicht mehr forcieren.
können ja mal gucken, wie viele Marken wir haben. Na, will jemand? Block. Mutiertes Partypaket gleich aufmachen, bitte. Da. Des Aristokraten. Lose Schrauben. Super Stimpacks. Ach ja, stimmt. Ich müsste ja meine Stimpacks mal wieder verdünnen. Okay. Das steht alles auf der großen, alles entscheidenden To-Do-Liste. Wir haben 60 Marken. Nein, ich gebe mich mit nichts weniger als dem Jackpot zufrieden. Ist gut. Ist in Ordnung. Schnelles Kupfer noch mitgenommen, wenn er da ist. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch.